Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Ja, für mich ist die letzte Aufnahme jetzt schon ein bisschen her. Also entschuldigt, wenn ich nicht mehr alles weiß, was ich so letztes Mal noch gesagt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Bahnhof umbauen möchte. Weil ich mir gerade nochmal ein wenig angeguckt habe. Und ich muss den Stahl hier auf jeden Fall auch neuern. Und ich habe mir jetzt schon mal genauer angeguckt. Ich muss mir. Oh, Mist. Hey, ich werde angegriffen. Was ich gesagt habe. Ich darf aber vergessen, die Türme hinzubauen. Ich hoffe, dass der lang genug durchhält. Ich hoffe, dass ich das Auto finde. Da steht's. Ne, da steht keins. Da steht's. Es sind schon drei Sachen angegriffen. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Ja. Nein, komm nicht. Ich fahre mal gegen den Stein. Ich muss unbedingt da unten auch eine Basis bauen. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Komm nie da unten an. Beeil mich, ich beeil mich. Am besten wäre ich jetzt oben angegriffen. Das wäre jetzt geil. Nein. Ich war hundertprozentig am Bahnhof angegriffen. Am besten demolieren die gerade meinen Zug. Dann drehe ich mich erst in den Eis. Hoffe, ich komme noch rechtzeitig. Also der Zug lebt noch. Aus hier. Na toll. Die haben schon einiges demoliert. 2, 4, 5 Stück. Na? Ja, ihr wisst ja. Ups. Das weiß ich nicht. Ja, man zahlt immer halt. Break, erst mal ins Auto gucken. Naja, 276 Schuss habe ich noch dabei. Erst einmal fahre ich dahinter. Moment. Okay. Müsste ich eigentlich wieder warten, bis Tag wird. Muss mal gucken, ob hier irgendwo noch eine Base ist. Ich sehe nichts. Das ist total schlimm. Also wenn es für mich schon nichts zum Sehen gibt, ne? Ich frage mich gerade, was das für euch ist. Lasst uns ein wenig da unten rumkurven. Ah, da unten ist wieder was. Ja, okay, aber die sind weit genug weg von den Schienen. Muss ich mal schnell schauen. Ja, aber wir hatten die getriggert. Oh, da ist nochmal Base. Wollten die sich ausbreiten, haben sich meinen Bahnhof ausgesucht. Es wird langsam wieder hell. Das heißt, ich habe jetzt haben wir gleich Spaß. Spaß haben. Kommt her, meine Freunde. Zu euren Anfangszeiten seid ihr einfach viel zu schwach.
Da reicht mein Auto noch aus. Das werde ich in den nächsten Packs vergessen können. Dass man einfach mal so schnell die Gegner wegbügelt. Fast schon Diskriminierung, was ich hier mache. Nee, aber da sind sie selber schuld. Hat ihnen keiner gesagt, es soll mein Bahnhof platt machen. Wäre ich nie runtergekommen. Und am besten die, wo es waren, übersehen. Grüß Gott, die Herren und Damen. Ich will ja hier keinen diskriminieren. Bei mir waren alle erschossen. Tschüss. So, wie viele Kugeln habe ich noch? 193 Magazine. Die sind auf der anderen Seite. Da komme ich noch mal rüber. Es gibt Rache für meine kaputten Teile. Rache ist ein Gericht, das man kalt serviert. Ah, einer darf noch. So, dann düsen wir wieder nach oben. Moment, da unten habe ich doch auch noch was Rotes gesehen. Die räume ich auch noch weg. So, wir haben Spaß. Nein, da haben die mehr Spaß als ich gerade. Ja, ich merke gerade, jetzt werden die Dörfer langsam größer. Jetzt haben sie eine Chance. Ja, und jetzt haben sie auch Würmer als Verteidigungsbasis. So. Na, da habe ich ein paar überfahren. Hihi. So. Ja, das werden jetzt aber schon stärkere Dörfer. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so leicht. Sollte nicht mal die ganzen Roboter massakrieren lassen. Ja. Juhu! Macht Spaß! Sieht zwar wieder nichts, aber ist nichts Neues. Drive-by oder wie das wieder heißt.
So, wir bremsen mal auf. Wir bremsen mal für unsere kleinen Roboter. Ich sollte vielleicht auf die Magazine achten, weil ich merke gerade, die gehen mir nämlich langsam auch aus. So, wie viele Magazine habe ich noch? 60. Es wird jetzt scheiße. Das war eine böse Falle. So, das Haus ist auch weg. Der Wurm auch. Oh, oh, sind wir auch noch weg. Komm. Ich habe nur noch 3 Magazine. Dauert auf jeden Fall jetzt dann weitaus länger. Uah. Moment. So, kann ich mal wieder Spaß. Sehr schön. Wir räumen mal hinter uns auf. So. Oh, jetzt ist der Wurm weg. Jetzt habe ich gewonnen. Auch mit den schwächeren Munition, jetzt ist vorbei. Es waren jetzt sozusagen 2 Dörfer nebeneinander. Oh, nächstes gefallen. Jetzt sind noch 2. Ich hoffe, dass meine Magazine reichen. Nicht, dass ich nochmal nachladen muss. So, passt. Also. Jetzt ist meiner Meinung nach eigentlich gut entrümpelt. Und ich muss wieder Magazine herstellen. Und ich merke schon, das, was ich insgesamt machen wollte, nicht gemacht. Einen Bahnhof umbauen und es sind schon wieder 10 Minuten rum. Ja, aber dafür hatten wir Spaß. Rache erfolgreich glückt. So. Oh, Zug hat schon entleert und rauscht schon wieder runter. Und ich habe jetzt noch nicht unten nachgebaut. Das reicht erstmal. Ich will hier oben noch ein wenig was schaffen. Vor allem, da muss ich mir auch eine Verteidigungsstrategie überlegen. Vier Stunden später. Komm oben endlich an. So, wir fahren mal ein bisschen zurück. So, und jetzt ist das Ding nämlich fast voll.
Also, für mich muss es jetzt erst einmal heißen. Also, das muss ich mir merken, dass ich weiß, wo ich hin muss. Alles andere kommt weg. Alles weg. Gut. So, das heißt jetzt also, du gehst alles raus. Und du gehst noch nicht gleich runter. Genau. So. Wenn jetzt du dann runter gehst. Dann hätte ich gesagt, ich brauche noch mal ein Lager. Das heißt, ich brauche Stahl. Dann bauen wir als erstes mal Stahl um. Oder ich hole mir auf jeden Fall Stahl. Holen wir uns erstmal Stahl. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Ich brauche auf jeden Fall nochmal ein Lagerhaus. Habe ich hier noch was in meinem Inventar drin, dass ich sagen könnte, ich müsste. Ich müsste, ich sollte, ich könnte. Bin gerade wieder bei einzeln gucken. Von denen habe ich vier. Lager habe ich keins. Stahl habe ich eigentlich. Was fehlt mir denn? Eisen. Das dürfte jetzt auch kein Problem mehr sein. Ja, die erste Linie ist schon nämlich auch schon vollgelaufen. Kann die auch nochmal weglaufen? Das ist jetzt das Tiny Storehouse und das ist das Tiny Warehouse. Ich glaube, das ist. Ja, es kostet weniger. Also nehmen wir als erstes ich brauche noch mal Plastik. Ich glaube, das habe ich. Habe ich das? Ne, das habe ich noch nicht auf, oder? Ah, das ist oben. Beziehungsweise nein, das ist hier. So, das ist ein Speicherlagerhaus. Mit Lagerkiste und die passive Anbieterkiste. Nee, Schmarri, das ist egal. Nein, wir machen das Tiny Warehouse. Was hat mich das, was war jetzt eigentlich? Ah, das Steine war das teure. Also das, was ich nicht mehr einstecken habe, meine ich. Nicht das teure. Teuer ist was anderes. Teuer war die 200 Stahl. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch von den Lichtbogenöfen was? Das heißt, ich brauche jetzt hier Stahl. Wie weit bist du? 95 Stück hast du noch gemacht. Und du? Wo habe ich? Ah, die sind da. So, dann können die auch wieder laufen. Rauschen durch, ist das geil. So. Alles klar, dann haben wir jetzt dann hier. Wie viel brauche ich überhaupt? Fünf.
Machen wir erstmal 10 Stück. Kann ich mal schnell gucken, wie viel das überhaupt braucht? Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5. 10 Stück in unterem Bereich. Ich hätte gesagt, das kann ich hier alles stehen lassen. Da kommt das jetzt als erstes weg. Da kommt das als zweites weg. Dann hätte ich gesagt, Obi-Roboter. Ich glaube, der hatte ein bisschen was umgestellt. Was ist ein FP? Ja, da. Open Factory Planner, okay. Was machen wir denn als nächstes? Blaupausen. Um Factory Planner, da ist er. Du bist was? Rate Calculator? Okay. Der Rasenmähermann und Rate Calculator Insert Selector. Kommst du jetzt mir mal weg? Dafür kommst du hin. So, du bist aus. Dann fangen wir jetzt an zu kopieren. Schaut gut aus, dann können wir sie anschalten. Und die muss ich auch wegmachen. Ich auch. Und dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt meine 10 Lichtbogenöfen. Brauche oben ja auch noch welche. Wie viel brauche ich denn oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oben sind sogar 6. Das ist eigentlich ja Schwachsinn. Wenn ich 2, 4, 5, wenn ich 10 Stück unten hinkriege, dann müsste ich ja fast schon 12 unten hin machen. Das heißt jetzt von dir. Ja, gerade mal 6 Stück schafft, toll. Das heißt, ich brauche jetzt von dir noch ein paar. Von dir noch einen ganzen Meter. Und das kommt da rein. Okay. Haben wir jetzt 10. Dann haben wir jetzt 12. Dann haben wir auf jeden Fall die schon mal von unten. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch mal 50. So, okay. Jetzt ist die Frage, habe ich genügend Upgrades?
Ich glaube, die habe ich immer umgestellt, ne? Ein paar habe ich noch einstecken. Das ist dann du, Tempomodul 2. Das rein. Das rein. Das rein. Brauche auf jeden Fall auch noch genügend. Da brauche ich dann das Einser. Das heißt, du kommst rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Und du kommst rein. Dann wirst du auch umgestellt. Dann kommst du drauf. Das rein. Das rein. Das rein. Und brauche jetzt noch mal normale. Und dann brauche ich hier noch mal ein bisschen Draht. Und die Eisenplatten rein. Kann ich mir noch mal einen rausnehmen. Wie gesagt, das Schöne ist, ich kann es ja nach unten auch verlängern. So. Genau, dann kommt der nämlich weg. Dann kommt nämlich... Ah! Das ist falsch. Abrissplan. Abrissplan. So, meine Robbys dürfen noch nicht gleich anfangen. Ich brauche noch mal bitte das Kopieren. Zwei, vier, fünf. Das ist jetzt alles richtig. So, und jetzt ist es. Jetzt kann ich es. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Und weg. So. Kommst du raus und du kommst rein. Dann fahren wir mit Gassi. Kommt da einer rein und da kommt einer rein. Du auch noch rein, beziehungsweise nein, du kommst raus, dann kommst du da rein. So, dann haben wir schon mal das Strom. Ah, okay, momentan geht der Strom. Genau, dann brauche ich noch Greifis. Die holen wir uns auch. So, 21 davon. Dann brauchen wir die roten. Was sind hier? Dann muss ich mir da ein paar nehmen. Gehen wir mal hier auf 100.
Dann gehen da 125 rein. Da haben wir schon mal 166, da haben wir auch noch mal 166, das ist schon mal sehr schön. Dann brauchen wir Zahnräder. Und ich nehme auch mal 500. So. Wo kommst du jetzt? Dahin. Kommen da jetzt die 65 und da die 64 rein. Und die letzten Zahnräder kommen dahin. Jetzt haben wir ein paar. Ja, dann brauche ich jetzt von dir noch mal ein paar. Ein Stück mal da reinschmeißen. Wie viel brauchst du mit zwei? Ja. So, die machen wir mit der Hand. Dann habe ich nämlich fünf Zweier. Haben wir jetzt eigentlich soweit alles, dass die auf jeden Fall schon mal sauber laufen. Dann kommt jetzt als nächstes der Abrissplan, und zwar für das und für das. Und die muss auch weg. Und das muss auch weg. So, dann machen wir dich wieder aus. Dann kopieren wir jetzt den ganzen Käse hier oben. So, und dann heißt es jetzt, wir gehen dahin. Schaut gut aus. Dann machen wir an. Ich brauche auf jeden Fall rote Fließbänder. Ich brauche noch Roboterarme und ich brauche noch Öfen 2. Ja. Machen wir das. Ja. Genau. Habe ich noch rote Bänder da drin? 19 Stück ist nicht viel. Hier noch welche drin? Nein. Hoffen wir, dass es reicht. Also die reichen jetzt auf jeden Fall. Ach, ja. Lass die Roboter schon mal bauen. Bis sie zu mir zurückkommen, bin ich vielleicht wieder zurücklaufen. Was habe ich vergessen? Meine Lichtbogenöfen natürlich. Ja. Der Held ist mal wieder da. Kriege ich 5 Stück hin? Nein, ich brauche 6. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht so viel mit der Hand machen, aber mir ist egal. Ja. Ich brauche nochmal 10. Minimum. So, das kommt weg.
dann heißt es, du gehst jetzt dann dahin und gehst hier nach oben. Und du gehst. Ich brauche nochmal zwei. Du gehst dahin und gehst da nach oben. Jetzt momentan nicht mehr als 500 reinmachen. Du musst erstmal stehen bleiben. Ja, wobei, nee, die kann ich weiter laufen lassen. Egal, räum weg. Räum weg. Du kommst hinterher, dass du mir da genügend magst. So, und dann gehst jetzt du dann hier nach unten. Jo. Da muss ich dann auch mal schneller machen. Mindestens nochmal 10. Das heißt, wir brauchen Zahnräder. Nehmen wir gleich mal 1000 mit. So, 250 Stück kommen da rein. Kommen jetzt mal 125 rein. So, und dann haben wir jetzt die letzten roten. Dann hätte ich gesagt, machen wir als erstes da. Dann hätte ich gesagt, machen wir die da. Ja, dann ist das jetzt auch schon mal auf dem neuesten Stand und auch auf dem schnellsten Stand. Und dann läuft es auf jeden Fall, dass wir auch mal wieder unsere Stahlproduktion haben. So, dann hätte ich gesagt, ich habe von denen welche dabei. Dann gehen wir hier rein. Kann ich eine noch bauen? Nein. Ja, aber die sind jetzt alle beschleunigt. Ja, und ich muss mein Energieproblem mal lösen. Das greifen wir noch schnell auf. So, also. Einer kann zwei Stück bedienen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche 'Habe ich noch keine Pipes? Okay. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir mal schnell die 5 auf. Das ist jetzt dann das Eisenrohr. Unterirdisch. Du, du und du.
Dann machen wir dich weiter. Habe ich noch welche einstecken? Ich glaube, ich habe das letzte Mal noch. Genau, 4 Stück habe ich nämlich noch da. So, habe ich normale? Ja. Beziehungsweise nein. So, du kommst weg. Macht der da hinten? Ist gleich lustig. So, tun wir auch mal schnell den Strom killen. So, das machen jetzt 2 Türme. Super. So, großer Strommast. Wenn ich jetzt dich hinmache, krieg ich die weg. Kriegst du. Auch perfekt. Wenn ich jetzt dich... Nee, den kann ich nicht dahin machen. Weil er nicht alle wegkriegt. So, wie schaut es mit der Stromgewinnung aus? 28 Megawatt. Gut. Stromproblem auch beseitigt. Stahlproblem beseitigt. Basenproblem beseitigt. 3 Probleme beseitigt. Habe ich nur noch 4000. So, ja. Da muss ich halt jetzt auch noch irgendwann beschleunigen. So, die produzieren auf jeden Fall schon mal schneller. Ich weiß halt nicht, ob das viel bringt. Ja, wobei, da macht es eigentlich mehr Sinn. Produziere schneller. Ah, okay, da unten sieht man sozusagen die Bonusproduktion. Alles klar. Und dann produziert er, glaube ich, immer eins mehr, ne? Schauen wir mal gleich. Eins, 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 eins. Genau. Also wenn die Leiste sozusagen voll ist, kriege ich Nummer eins. Also er ist schneller und macht mir nochmal eins zusätzlich. Ich weiß halt nur nicht, was effektiver ist. Können wir ja mal testen. So, der macht jetzt 40% schneller, das zweimal. Zwei Sekunden braucht er. 22,5 braucht der. Okay, aber der hat halt noch einen dazu. Ja, man kann jetzt mal hier gucken, ne? Ja, der ist ein bisschen schneller. Aber nicht viel. Aber die eine Platte, ich bin der Meinung, diese, das ist, glaube ich, besser, wenn ich da eine rote mit reinmache. Macht mehr Sinn. So, den Bahnhof muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch umbauen. Nur nicht mehr in dieser Folge, das werden wir in der nächsten machen. Denn die Zeit ist schon wieder um. Genau, dann kümmern wir uns jetzt das nächste Mal darum. Stell das Lagerhaus nur schon mal auf.
Problem ist jetzt eigentlich fast schon, dass ich dieses Lagerhaus, dass das zu klein ist. Nein, das machen wir doch noch in dieser Folge. Alle, die schon abgeschaltet haben. Edge. So. Und die haben es nicht mal mitgekriegt. So, das heißt jetzt für mich, wir gehen jetzt hier rein und schmeißen das Tiny, 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 Tiny hier rein. Hauen das auch rein. Und dann machen wir das Lager aber in Small. Das Schöne ist, ich habe jetzt dann nochmal sogar eins komplett rumliegen. Dann habe ich nicht mehr gesehen, dass ich das noch drin hatte. Dann kommst jetzt du nämlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Dann kommst du nämlich dahin. Ach komm. Wenigstens, da kann schon mal einer. Eine anfangen auszuräumen. Dann wird der Wagen jetzt schon mal ausgeleert. Aha, ja, nee, aber schon mal ausleeren ist schon mal schön. Darf ich dann nur wieder umräumen? Ich muss aufhören. Ja, genau. Aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Wenn man schnell arbeitet, dann arbeitet man schlampert. Und das wollen wir nicht. Genau. Machen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.